Schon gar nicht mehr erwarten. Gell? Wir haben dich hier so lange nehmen lassen, weil du uns so ans Herz gewachsen bist. Ne? Aber jetzt können wir leider nicht mehr länger warten. Jetzt bist du dran. Noch ein paar Grunzer und dann hast du deinen letzten Grunzer gegrunzt. Ja, schreibst Nachbarin. Sagst du einen schönen Gruß am Bäder, gell? No. Bist du mit dem verkehrten Fuß aufgestanden, hä? Mit dir rede ich nicht mehr, Papa. Was? Mein ganzes Leben lang rede ich kein einziges Wort mehr mit dir. Oh, dann war das der letzte Satz aus deinem lieben Goscherl. Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich, ne? Du brauchst dich gar nicht lustig machen über mich und meinen Schmerz. Warum tut da was weh? Du weißt ganz genau, von was ich rede. Sowas Gemeines, sowas Ausgeschankt, sowas Niederträchtiges, sowas... Ja, jetzt fällt dir nicht mehr ein, gell? Nein. Auf jeden Fall hätte ich dir so eine Tat nie zugetraut. Nein, schau, Moni. Schau, unser Bertha, das ist halt einmal kein Meerschweinchen, sondern eine ganz normale, fette Sau, ne? Fett? Die ist nicht fett. Die ist gerade recht so. So richtig lieb, mollig. Und normal ist die Bertha schon gleich gar nicht. Papa, du selber hast immer gesagt, dass die Bertha für eine Sau unwahrscheinlich intelligent ist. Ja, ja. Und dass die alles versteht, was man zu ihr sagt. Ich dachte schon, aber so intelligent ist unser Bertha auch wieder nicht, dass sie in einem Zirkus als Seiltänzerin auftreten kann. Ne? Und darum wird sie geschlachtet und gefressen. Und du meinst du, dass ich das Schweindel umsonst so hochpeppet hab, hä? Aber auf jeden Fall nicht dazu, dass jetzt so hinterrücks dahin gemetzelt wird. Also bitte keine Diskussionen mehr. Der Kessel ist bereits geheizt. Ich geh jetzt. Ja, wo gehst du denn hin? Nimm Abschied von der Bertha. Was? Das darf doch nicht wahr sein, was das Mädel für ein Theater macht wegen dieser blöden Sau. Aber ich hab's zu meiner Alten, zu meiner Holden, zu meiner Gattin hab ich immer gesagt, das Mädel ist viel zu weich erzogen. Die bedauert schon die Spiegeleier, weil wenn sie in der Pfanne drin liegen, weiß keine Biber geworden sein, ne? Eine total verkorkste Erziehung. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Du sitzt da herin und führst Selbstgespräche und draußen ist der Kessel schon heiß. Ja, ich habe noch ein paar Schleifer und dann... Also ich kann dir gar nicht sagen, wie froh, dass ich bin, wenn diese Sau endlich einmal verwurstelt ist. Stich mir bei ja nicht daneben, gell? Nicht, dass das arme Viecherl recht leiden muss. Nein, ich werde einen Doktor holen, der gibt dir vielleicht noch eine Narkose vorher. Oder du... Du kannst dem Schwein da zur Beruhigung noch ein kleines Liedlein vorsingen. Zum Beispiel Schweinchen ade, Schlachten zu drehen. Ich spinn doch nicht. Ich sing doch einer Sau nichts vor. Und hab ich schon einmal daneben gestochen? Alles, deswegen brauchst du nicht gleich so narrisch werden. Ist aber auch. Ich werde nicht narrisch. Mir glaubt schon, dass deine Tochter so spinnt. Soll das vielleicht heißen, dass ich auch spinne? Ich will nichts gesagt haben. Sag einmal, möchtest du mit mir streiten? Ha? Nein, ich nicht. Aber du vielleicht. Zuerst soll ich dir Sau was vorsingen und dann darf ich auch noch spinnen. Da möchte ich schon wissen, wer da von uns zwei spinnt. Heute gibt es Obacht, ich bin schwer bewaffnet. Nicht, dass ich aus Versehen die abstichst, die Sau, ne? Rutsch mir doch ein Buckel runter. Ja. Ich gehe jetzt zu unserer Bertha. Ja, ich weiß schon, Abschied nehmen. Jawohl, weil schließlich verbindet einem ja was mit so einem Viecherl, wenn man mit der Sau schon jahrelang unter einem Dach gelebt hat. Und ich brauch bloß sagen, dass du im Stall geschlafen hast bei der Sau. Okay, ihr Mannsbrüder, ihr habt kein Herz und kein Gefühl. Nein,
Rohlinge seid ihr? Ja. Jawohl, ja. Rohlinge. So, Rohlinge. Ja. Weißt du, was wir sind? Wir sind Bestien, sag mir, Bestien. Da brauche ich mich doch nicht mehr fragen, wo die Tochter den Vogel her hat. Oh, ich sehe schon kommen. Unser Schlachtfest wird ein Familiendrama. Oh, mein Gott. Schönen Tag wünsche ich, Herr Herrn Weiß. Aha, unser zugereistes Nordlicht, der Herr Gendarm Dotterweich. Na, wie geht's denn immer? Ha? Ach, es hält sich in Grenzen, Herr Herrn Weiß. Ja. Ja, ja. Die Mentalität der Einheimischen ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ja? Man scheint sich hier immer noch etwas dagegen zu sträuben, mich in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Das kommt daher, weil Sie ein Preuße sind. Aber sonst sind Sie recht ein netter, sympathischer Mann. Das tut wohl, lieber Herrn Weiß. Das tut wohl. Ja, das ist ja recht, wenn es Ihnen wohl tut. Bei mir tut es nicht weh. Sie erlauben doch. Bitte schön, Herr Gendarm Dotterweich, sitzen Sie da nieder. Wissen Sie, irgendwie kann ich immer noch nicht verstehen, wieso man mich von der Stadt in dieses Kaff versetzt hat. Warum? Ja. Weil in der Stadt schon so viele Preußen drin sind. Ja, bei uns hier draußen, ne, da fallen sie natürlich besser auf. Ne, da ist ja ganz klar, weil sie da hier bei uns in unserer Gemeinde bei diesen dickschädlichen Bauern sind. Ne? Ja, irgendwie habe ich immer den Eindruck, man scheint mich nicht ganz für voll zu nehmen. So, ja, das kommt daher, weil sie mit uns ein bisschen in der Wirtschaft zusammensitzen. Will man was trinken und so. Kommunion heißt man das, glaube ich, ne? Kommunikation. Ach so, ja. Ich trinke grundsätzlich nicht. Und das ist grundsätzlich ein Fehler von Ihnen. Dadurch sind Sie grundsätzlich bei uns da heraußen unten durch. Da sind Sie grundsätzlich kein Mannspritzer gewesen quasi, ne? Das ist ja eine unglaubliche Einstellung. Aber eine entscheidende für Sie. Und dann kommt bei Ihnen erschwerend hinzu der saublöde Name, ne? Dotterweich. Wie kann schon einer Dotterweich nur dazu, wie ein Gendarm heißen, ne? Da muss ja jeder lachen, ne? Dafür kann ich aber nun wirklich nichts. Ja. Was glauben Sie, wie ich in der Schule deswegen schon gehänselt worden bin? Ja, das glaube ich natürlich. Wissen Sie was? Jetzt kommen Sie heute Abend zum Schlachtschüsselessen zu uns. Leber und Blut, wie es gibt's, ne? Und nachher werden Sie Ihre dummen Gedanken schon vergessen. Aber gerne. Ja, dann sehe ich wohl auch Ihre Tochter, das Fräulein Moni. Ja. Wenn sie nicht schmerzgebeut wegen der Sau da niederliegt, ist sie da. Empfehle mich, Herr Hirnweiß, und sehr gut. Bis heute Abend. Haben Sie recht. Ja, sehr gerne, Herr Dotterweich. Na, na, na. Na, na. Wie kann ein Mann bloß Dotterweich waschen? Na, ja, da wäre ich ja auch was. Ah, grüß den Nachbar. Was denn? Die Sau, die quietscht ja immer noch. Ja, das Jodeln habe ich dir bis jetzt nicht beibringen können. Wie lange müssen wir denn das noch anhören, ha? Bis sie geschlachtet ist. Das gibt es nicht. Jetzt wetzt der Mann schon 2 Stunden das Messer, anstatt dass er seiner Sau endlich den Gnadenstich gibt. Pass auf, liebe Nachbarin, tu dich nicht drum kümmern. Kommst heute Abend zum Schlachtschüsselessen, da gibt's Leber und Blutwurst, ne? Also das weiß ich noch nicht. Was? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich bin ich da noch gar nicht so scharf drauf. Ja, nur lass das bleiben. Du brauchst bei den Nasen gar nicht so hoch stehen, gell? Ich steh gar nicht hoch, nicht einmal die Nasen. Ja, komm jetzt, hör auf. Du weißt ganz genau, dass mir die Sache mit meinem Sohn Bäder und deiner Tochter Moni überhaupt nicht passt. Und ich sag dir drauf, da musst du dich mit den jungen Leuten unterhalten. Mimisch mich da nicht, nein. Siehst du, das glaube ich dir ja sogar. Obwohl du dir ja die Finger bis zum Ellbogen hinter abschrecken müsstest. Du machst nicht so süß. Ja, du kannst ja froh sein, wenn mein Bäder deine Moni nimmt. So notig, wie es ihr beieinander habt. Ja. Aber über diese Sache ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, das glaube ich dir zum Beispiel wieder, weil in der Sache wahrscheinlich du das letzte Wort sprichst, gell? Sehr richtig, ja, gell? Ja, gleich die Tochter, blöde Kinder, du blöde Tochter. Ma,
Meinst du, dass ihr mehr habt wie mir? Ha? Ich auch gut. Aber jetzt meine ich, hast recht, es ist echte Zeit. So, Bertha, jetzt habt ihr ein letztes Stündlein geschlagen. Jetzt kommst du in den Schweinehimmel. Aber schon schön langsam wieder beruhigen. Sonst wird der Papa nur narrisch. Und mit Recht. Mama, hast du es gesehen, wie mich die Bertha mit ihrem treuherzigen Saublick angeschaut hat? Weißt du, was ich dir sage? Die hat es ganz genau gespürt, dass wir Abschied genommen haben. Geh, wollte doch nicht sein. Die hat genauso langsam drin geschaut wie alle. Und dann ist es ja auch nicht die erste Sau, die wir schlachten, nicht? Aber die liebst du. Und an keiner bin ich so Kind wie an der Bertha. Mei, ich muss mir mal nachgelaufen, so auf Schritt und Tritt. Und dann hat sie mir so angeschupft mit ihrem feuchten Riesel. Und wie lieb die immer grunzt hat, wenn ich es hinterm Ohrwaschel geraut habe. Mei, lieber, jetzt hörst du aber dann auf, gell? Das ist ja gar nicht mehr normal. Geh zu deinem Bären über. Graul den hinter die Ohrwaschel, bis er grunzt. Und überhaupt, jetzt ist es bei mir an der Zeit, dass du uns heiraten denkst und Kinder kriegst. Du, dann wird es dir schon vergehen, dass du wegen einer Sauer so ein Theater machst. Was? Heiraten? Ja. Ich? Am Bäder? Ja, Freilich, bin ich denn sonst oder kennst du einen anderen? Nein. Na also? Geh, Mama, das hat doch nur Zeit. Freilich, lass dir nur recht lang Zeit, bis ihr mal andere über den Weg läuft, mein lieber Madel. Das hat es viel Schnee bei den Mannsbüdern. Na und? Na und, sagt's. Ich verstehe dich gar nicht. Du bist wirklich nicht mehr ganz gesund da drum. Eine Sau kannst du alle wieder kaufen, aber ein Mannsbild nicht. So, da laufen noch nur umeinander. Und übrigens, Mama, ich will mich einfach noch nicht festbinden. Da habe ich doch nichts mehr von der Jugend. Jetzt fangst du da gleich an, gell? Wer hat denn den Floh ins Ohr gesetzt, he? Über dieses Thema reden wir zwar noch, aber nicht heute. Du hast die Gäbe rum putzen. Gehst in dich! Hast mich! Der Papa, der hat schon recht gemacht. Wir haben irgendwas Falsches gemacht mit deiner Erziehung. Das war's von der Wurst und überhaupt von der ganzen Bertha esse ich keinen einzigen Bissen. Und wenn ich langsam verhungere! Dabei habe ich so gern einen Schweinsbraten gegessen. Und ich bleib dabei. Die Bertha weiß ganz genau Bescheid, was mich so traurig angeschaut hat. Ah, grüß dich, Moni. Grüß dich. Was machst du denn da? Aha, Gäbe rum putzen, da schau her. Jedes Rübchen gibt ein Grübchen. Ja, warum sagst du nichts? Magst du mich nicht mehr? Ach, es ist wegen der Bertha. Geschlacht wird's heute. Naja, fett nur ist ja. Sag mal, jetzt fangst du auch noch an. Ja, das hätte ich mir ja denken können. Ja, wieso denn? Jedes Schwein wird doch mal geschlacht. Wo liegt denn das Problem? Die Bertha ist aber nicht jedes Schwein. Ach, was redet denn überhaupt hier? Ihr Mannsbild habt alle miteinander kein Gefühl für die leidende Kreatur. Ja, also das geht ein bisschen über meinen Horizont. Ja, dann red nicht und lass mal bitte schon mal Ruhe. Ach komm, jetzt halt nicht gar so fahren. Moni. Ich hätte ganz gern was mit dir besprochen. Muss das ausgerechnet heute sein? Ui, heute bist du aber gut drauf. Dann habe ich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wenn du jetzt wieder davor anfängst, wann wir endlich heiraten, dann kannst du gleich wieder gehen. Ja, also mit dem Thema liegst du nicht ganz daneben. Also Moni, jetzt pass auf. Das mit... Ja! Da, schau her! Das junge Paul. Ach, ist das ein reizendes Bild. Also, das geht so richtig zu Herzen. Sagt sie mal, wann ist denn jetzt eure Hochzeit? Ach, wir haben ja schon so lange keine Hochzeit mehr bei uns im Dorf gehabt, wo doch die Hochzeiten wirklich das Allerschönste sind. Ja, die hat man gerade noch gefällt. Ja, ja, Fräulein Agnes, wir regeln das schon. Ja, aber der hat nur nicht zu lang warten. Naja, ich weiß schon. Die jungen Leute heutzutage, die sind ja so unentschlossen und so flatterhaft. Ja, der wird immer umeinander probiert. Hin probiert und her probiert. Statt dass man heiratet
und ein Leben lang beieinander bleibt. Und dann vielleicht ein Leben lang unglücklich ist. Ach, so ein Schmarrn. Sowas hat es ja früher auch nicht gegeben. Da hat man gar keine Zeit gehabt. Unglücklich sein, so eine neumodernische Erfindung ist es. Früher, da war man froh, wenn man überhaupt geheiratet worden ist. Nein, ich meine natürlich, da war man froh, wenn man verheiratet war. Ja. Ah, da können Sie ganz besonders gut mitreden, gell, Fräulein Agnes? Ja, selbstverständlich kann ich da mitreden. Und da glaubst du vielleicht, ich bin schon als alte Jungfrau auf die Welt gekommen? Ja. Was? Also pass auf, gell? Ich hab genügend Verehrer gesucht. Hm? Ich meine, gehabt, ja. Nur zum Heiraten, da waren sich die anderen immer zu gut. Da war ich mir für die anderen immer zu gut. Ach, ist jetzt was mag. Auf alle Fälle bin ich jetzt eine restlos glückliche Pfarrersköchin geworden. Na, sehst, die Möglichkeit bleibt mir ja auch immer noch. Was? Moment einmal. Wir haben nur einen Pfarrer und der gehört mir. Nein, natürlich nicht. Ich meine dem Kochs ich schon. Nein, ach, ist mir's morgen. Auf alle Philippiner, schaust jetzt, dass dein Monika bald heiratet, gell? Ja, und da kommt's gar nicht auf dumme Gedanken. Ja, und wenn wir gar nicht weiterkommen, kommen wir zu Ihnen und holen uns Rat. Gell, Fräulein Agnes? Ja, das ist eine gute Idee. Das wird's, Kinderle. Haben Sie eigentlich voll Zeit, Fräulein Agnes? Ich? Zeit? Wieso Zeit? Na, im Mono, was einen überhaupt nicht pressiert. Was? Mir pressiert sie? Also die jungen Leute heutzutage, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und wie es mir pressiert? Und schon mal ein bisschen. Also, jetzt passt mal auf. Erstens muss ich halt noch die ganze Kirche putzen. Ja, was glaubt ihr mir, was das für eine Arbeit ist? Ja, mein Gott, da könnt ihr überhaupt gar nicht mitreden. Und zweitens, was war denn zweitens? Ach ja, richtig. Moni, der Papa tut doch halt schlachten, gell? Ja, und damit die Mama nicht extra rübergehen muss zu mir, habe ich gleich ein Töpfel mitgebracht, gell? Schau ja, da unten möchte ich bitte die Suppe und oben das Fleisch. Ja, ich sag's der Mama. Ja, und sag's der Mama bitte noch, sie möchte auch für den Herrn Pfarrer extra noch Blut und Leberwürsten überschicken. Die isse ich so gern. Was? Die isst der Herr Pfarrer so gern. Ja, 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 ich riecht schon aus. Ja. Wollt sonst irgendwas? Sonst noch, ja, was gibt's denn sonst noch von der Sau? Vielleicht Wammerl? Wammerl ist uns viel zu fett. Nein, das mögen wir nicht. Ja, aber ja, wir waschen mit Kreuzwürsel. Was? Kreuzwürsel? Ja. Von der Sau? Ach so, ja, richtig. Ihr schlacht ja Sau, gell? Also, das ist ja lustig. Sau mit Kreuzwürsel. Das wäre ja direkt der reinste Wolperdinger. Ja, ja, dann gehe ich halt jetzt wieder, ja, gell? Okay. Ja, weil ich habe doch noch viel Arbeit, gell? Also dann, auf Wiedersehen, ihr zwei. Und jetzt ja nicht vergessen, dass man frühzeitig Bescheid sagt, wegen eurer Hochzeit. Ihr wisst schon, wegen dem Blumenschmuck in der Kirche. Ach, wird das eine schöne Hochzeit. Also da werde ich oben ein paar Rosen hinsetzen. Unten müssen dringend Tag und Nacht schatten hin und auf der Seite kann man ein paar Weichen. Endlich ist die fort. Ja. Sie hat mir jetzt ganz rausgebracht. Glaubst du es? Und mich, wenn es sieht, fragt es mich jedes Mal, wann wir endlich heiraten. Ja, genau. Über das wollte ich ja eigentlich mit dir reden. Also, Moni, das mit dem Heiraten... Das hat nur Zeit, meinst du? Ja, das auch. Das heißt sowieso... Schau, Moni, ich hab dich doch wirklich gern. Das war's doch, oder? Ja, wir kennen uns ja auch schon lange genug. Genau. Wir sind ja praktisch miteinander aufgewachsen. Naja, das war wirklich eine schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben, oder? War ganz nett. Was heißt denn da ganz nett? Ich meine, es hat doch Zeiten gegeben, Was später? Wir haben uns doch richtig gut verstanden. Wir haben doch nie, wenigstens ganz selten, miteinander gestritten. Und das heißt doch schon was, oder? Ja, sag einmal, Peter, auf was willst du eigentlich hinaus? Ja, ich möchte endlich einmal wissen, wer auf die Idee gekommen ist,
dass wir zwei heiraten. Ihr habt doch diesbezüglich nie was gesagt. Na, ich aber auch nicht. Ja, wieso redet dann der ganze Ort davon? Ja, wahrscheinlich, weil wir die meiste Zeit beieinander sind und weil wir ganz selten miteinander gestritten haben. Ja, Moni, die Rumdruckerei, die bringt jetzt auch nichts mehr. Moni, ich sag's jetzt ganz gerade raus. Mhm. Das mit dem Heiraten von uns zwar wird nichts. So? Und warum nicht? Das trifft dich jetzt schon hart, gell? Na. Was? Wieso nicht? Schau, Moni, ich würde ja nicht unglücklich machen. Wer sagt denn, dass ich unglücklich bin? Was? Wieso nicht? Oh. Du bist nicht unglücklich, wenn ich dich sitzen lasse? Na, es tut mir leid, na, ich bin's nicht. Das ist ja ein Hammer. Ich trug wochenlang rum, hab schlaflose Nächte, ein schlechtes Gewissen, weil ich sie sitzen lasse. Und sie ist nicht einmal unglücklich. Du und schlaflos? Ja, wohl schlaflos, weil ich nämlich Angst gehabt habe, du kannst da was odoren. Gebe. Also jetzt muss ich wirklich lachen, wo ist das? Das trifft mich hart. Das trifft mich jetzt hart, dass dir das so vollkommen wurscht ist. Also ich hätte schon mal gemeint, dass mir zwar und so weiter halt. So, Peter, sag einmal, soll jetzt vielleicht ich dich trösten, ha? Hm? Wurscht ist mir das nicht, aber ich bin halt nicht unglücklich. Das wird der männliche Stolz schon verkraften. Mir trifft es im Moment viel härter, dass meine Sau heute geschlacht wird. Was? Einer Sau wohnt sie nach und mir keine Träne. Ich bin doch der größte Ochs, der umeinander lacht. Nein, das bist nicht, Peter. Ich hab dich gern, wirklich. Ja, das merke ich. Mich mit einem Schwein auf die gleiche Stufe stellen. Ja, was heißt auf die gleiche? Sogar noch drunter. Tja, recht. Ja, für deine Herr Dotter war ich. Nein. Wie kann ein Mann bloß Dotterweich waschen? Na, ja, da wär ich ja auch was sagen. Ah, grüß dich, Nachbar. Ja. Was denn? Die Sau, die quietscht ja immer noch. Ja, das Jodeln habe ich dir bis jetzt nicht beibringen können. Wie lange müssen wir denn das noch anhören, ha? Bis sie geschlachtet ist. Das gibt es nicht. Jetzt wetzt der Mann schon 2 Stunden das Messer, anstatt dass er seiner Sau endlich den Gnadenstich gibt. Pass auf, liebe Nachbarin, tu dich nicht drum kümmern. Kommst heute Abend zum Schlachtschüssel essen, da gibt's Leber und Blutwurst, ne? Also das weiß ich noch nicht. Was? Das weiß ich noch nicht. Eigentlich bin ich da noch gar nicht so scharf drauf. Hör nur, lass das bleiben. Du brauchst bei den Nasen gar nicht so hoch stehen, gell? Ich steh gar nicht hoch, nicht einmal die Nasen. Ja, komm jetzt, hör auf. Du weißt ganz genau, dass mir die Sache mit meinem Sohn Bäder und deiner Tochter Moni überhaupt nicht passt. Und ich sag dir drauf, da musst du dich mit den jungen Leuten unterhalten. Mich misch mich da nicht rein. Siehst du, das glaub ich dir ja sogar. Obwohl du dir ja die Finger bis zum Ellbogen hinter abschrecken müsstest. Ich mag's nicht so süß. Ach, ja, du kannst ja froh sein, wenn mein Bäder dein Moni nimmt. So notig, wie es ihr beieinander habt. Was? Aber über diese Sache ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, das glaub ich dir zum Beispiel wieder, weil in der Sache wahrscheinlich du das letzte Wort sprichst, gell? Sehr richtig, ja, gell? Ja. Leite doch, du blöde Hina, du blöde doch. Man, dass ihr mehr habt wie mir, hä? Ich auch gut. Aber jetzt, Moni, hast recht, es ist echte Zeit. So, Bertha, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Jetzt kommst du in den Schweinehimmel. Aber schon schön langsam wieder beruhigen. Sonst wird der Papa nur narrisch. Und mit Recht. Mama, hast du es gesehen, wie mich die Bertha mit ihrem treuherzigen Saublick angeschaut hat? Weißt du, was ich dir sage? Die hat es ganz genau gespürt, dass wir Abschied genommen haben. Geh, wollte doch nicht sehen. Die hat genauso langsam drin geschaut wie alle. Und dann ist es ja auch nicht die erste Sau, die wir schlachten, nicht? Aber die liebst du. Und an keiner bin ich so Kind wie an der Bertha. Mei,
Müssen wir mal nachklaffen, ist auf Schritt. Blöden Sau! Aber ich hab zu meiner Alten, zu meiner Holden, zu meiner Gattin hab ich immer gesagt, das Mädel ist viel zu weich erzogen. Die bedauert schon die Spiegeleier, weil wenn sie in der Pfanne drin liegen, weiß kann ich Biber geworden sein, ne? Eine total verkorkste Erziehung. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Du sitzt da herin und führst Selbstgespräche und draußen ist der Kessel schon heiß. Ja, noch ein paar Schleifer und dann. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie froh, dass ich bin, wenn diese Sau endlich einmal verwurstelt ist. Stich mir bei ja nicht daneben, gell? Nicht, dass das arme Viecherl recht leiden muss. Nein, ich werde einen Doktor holen, der gibt dir vielleicht noch eine Narkose vorher. Oder du? Du kennst dem Schwein da zur Beruhigung noch ein kleines Liedlein vorsingen. Zum Beispiel Schweinchen ade, Schlachten ade, Schweinchen ade. Ich spinn doch nicht. Ich sing doch einer Sau nichts vor. Und hab ich schon einmal daneben gestochen? Alles, deswegen brauchst du nicht gleich so narrisch werden. Ist aber auch. Ich werde nicht narrisch. Mir glaubt schon, dass deine Tochter so spinnt. Soll das vielleicht heißen, dass ich auch spinne? Ich will nichts gesagt haben. Sag einmal, möchtest du mit mir streiten? Ha? Nein, ich nicht. Aber du vielleicht. Zuerst soll ich dir sauber vorsingen und dann darf ich auch noch spinnen. Da möchte ich schon wissen, wer da von uns zwei spinnt. Heute gibt es Obacht, ich bin schwer bewaffnet. Nicht, dass ich aus Versehen die abstiche, da die Sau, ne? Rutsch mir doch ein Buckel runter. Ja. Ich gehe jetzt zu unserer Bertha. Ja, ich weiß schon, Abschied nehmen. Jawohl, weil schließlich verbindet einem ja was mit so einem Viecherl, wenn man mit der Sau schon jahrelang unter einem Dach gelebt hat. Und ich brauche bloß sagen, dass du im Stall geschlafen hast bei der Sau. Okay, ihr Mannsbruder, ihr habt kein Herz und kein Gefühl. Nein. Rohlinge seid ihr. Ja. Jawohl, ja. Rohlinge. Sauber. Rohlinge, weißt du, was wir sind? Wir sind Bestien, sagen wir, Bestien. Da brauche ich mich doch nicht mehr fragen, wo die Tochter den Vogel her hat. Oh, ich sehe schon kommen. Unser Schlachtfest wird ein Familiendrama. Oh, mein Gott. Schönen Tag wünsche ich, Herr Herrn Weiß. Aha. Unser zugereistes Nordlicht, der Herr Gendarm Dotterweich. Na, wie geht's denn immer? Ha? Ach. Ja, warum sagst du nichts? Magst du mich nicht mehr? Ach, es ist wegen der Bertha. Geschlacht wird's halt. Na ja, fett nur ist ja. Sag mal, jetzt fangst du auch noch an. Ja, das hätte man ja denken können. Ja, wieso denn? Jedes Schwein wird doch mal geschlacht. Wo liegt denn das Problem? Die Bertha ist aber nicht jedes Schwein. Ach, was redet denn überhaupt hier? Ihr Mannsbruder habt alle miteinander kein Gefühl für die leidende Kreatur. Also das geht ein bisschen über meinen Horizont. Ja, dann red nicht und lass mir bitte schon mal Ruhe. Ach komm, jetzt halt nicht gar so fahren. Moni, ich hätte ganz gern was mit dir besprochen. Muss das ausgerechnet heute sein? Ui, heute bist du aber gut drauf. Dann habe ich genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wenn du jetzt wieder da früh anfängst, wann wir endlich heiraten, dann kannst du gleich wieder gehen. Ja, also mit dem Thema liegst du nicht ganz daneben. Also, Moni, jetzt pass auf. Das mit... Ja! Da schau her! Da sitzt ja das junge Paar. Ach, ist das ein reizendes Bild! Also, das geht so richtig zu Herzen. Sagt's mal, wann ist denn jetzt eure Hochzeit? Ach, wir haben ja schon so lange keine Hochzeit mehr bei uns im Dorf gehabt, wo doch die Hochzeiten wirklich das Allerschönste sind. Ja, die hat man gerade noch gefällt. Ja, ja, Fräulein Agnes, wir regeln das schon. Ja, ja, aber der hat's nur nicht zu lang warten. Naja, ich weiß schon. Die jungen Leute heutzutage, die sind ja so unentschlossen und so flatterhaft. Ja, der wird immer umeinander probiert. Hin probiert und her probiert. Statt dass man heiratet und ein Leben lang beieinander bleibt. Und dann vielleicht ein Leben lang unglücklich ist.
Ach, so ein Schmarrn. So was hat es ja früher auch nicht gegeben. Da hat man gar keine Zeit gehabt. Unglücklich sein. So eine neumodernische Erfindung ist es. Früher, da war man froh, wenn man überhaupt geheiratet worden ist. Nein, ich meine natürlich, da war man froh, wenn man verheiratet war. Ja. Ah, da können Sie ganz besonders gut mitreden, gell, Fräulein Agnes? Ja, selbstverständlich kann ich da mitreden. Oder glaubst du vielleicht, ich bin schon als alte Jungfrau auf die Welt gekommen? Ja. Was? Also pass auf, gell? Ich hab genügend Verehrer gesucht. Hm? Ich mein, gehabt, ja. Nur zum Heiraten, da waren sich die anderen immer zu gut. Da war ich mir für die anderen immer zu gut. Ach, ist jetzt wie's mag. Auf alle Fälle bin ich jetzt eine restlos glückliche Pfarrersköchin geworden. Nasse. Der Kessel ist bereits geheizt. Ich geh jetzt. Ja, wo gehst du denn hin? Nimm Abschied von der Bertha. Was? Das darf doch nicht wahr sein, was das Mädel für ein Theater macht wegen dieser blöden Sau. Aber ich hab's zu meiner Alten, zu meiner Holden, zu meiner Gattin hab ich immer gesagt, das Mädel ist viel zu weich erzogen. Die bedauert schon die Spiegeleier, wenn sie in der Pfanne drin liegen, weil es keine Biber geworden sind, ne? Eine total verkorkste Erziehung. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Du sitzt da herin und führst Selbstgespräche und draußen ist der Kessel schon heiß. Ja, noch ein paar Schleifer und dann. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie froh, dass ich bin, wenn diese Sau endlich einmal verwurstelt ist. Stich mir bei ja nicht daneben, gell? Nicht, dass das arme Viecherl recht leiden muss. Nein, ich werde einen Doktor holen, der gibt dir vielleicht noch eine Narkose vorher. Oder du? Du kannst dem Schwein da zur Beruhigung noch ein kleines Liedlein vorsingen. Zum Beispiel Schweinchen ade, Schlachten ade, Schweinchen ade. Ich spinn doch nicht. Ich sing doch einer Sau nichts vor. Und hab ich schon einmal daneben gestochen? Alles, deswegen brauchst du nicht gleich so narrisch werden. Ist aber auch. Ich werde nicht narrisch. Mir glaubt schon, dass deine Tochter so spinnt. Soll das vielleicht heißen, dass ich auch spinne? Ich will nichts gesagt haben. Sag einmal, möchtest du mit mir streiten? Ha? Nein, ich nicht. Aber du vielleicht. Zuerst soll ich dir sauber vorsingen und dann darf ich auch noch spinnen. Da möchte ich schon wissen, wer da von uns zwei spinnt. Heute gibt es Obacht, ich bin schwer bewaffnet. Nicht, dass ich aus Versehen die abstichst, da die Sau, ne? Rutsch mir doch ein Buckel runter. Ja. Ich gehe jetzt zu unserer Bertha. Ja, ich weiß schon, Abschied nehmen. Jawohl, weil schließlich verbindet einem ja was mit so einem Viecherl, wenn man mit der Sau schon jahrelang unter einem Dach gelebt hat. Und ich brauch bloß sagen, dass du im Stall geschlafen hast bei der Sau. Okay, ihr Mannsbruder, ihr habt kein Herz und kein Gefühl. Nein. Rohlinge seid ihr. Ja. Jawohl, ja. Rohlinge. So. Rohlinge, weißt du, was wir sind? Wir sind Bestien, sagen wir, Bestien. Da brauche ich mich doch nicht mehr fragen, wo die Tochter den Vogel her hat. Oh, ich sehe schon kommen. Unser Schlachtfest wird ein Familiendrama. Oh, mein Gott. Hinterrücks dahin gemetzelt wird. Also bitte keine Diskussionen mehr. Der Kessel ist bereits geheizt. Ich geh jetzt. Ja, wo gehst du denn hin? Nimm Abschied von der Bertha. Was? Das darf doch nicht wahr sein, was das Mädel für ein Theater macht wegen dieser blöden Sau. Aber ich hab's zu meiner Alten, zu meiner Holden, zu meiner Gattin hab ich immer gesagt, das Mädel ist viel zu weich erzogen. Die bedauert schon die Spiegeleier, wenn sie in der Pfanne drin liegen, weil es keine Biber geworden sind, ne? Eine total verkorkste Erziehung. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Hallo,
alles. Du sitzt da herin und führst Selbstgespräche und draußen ist der Kessel schon heiß. Ja, noch ein paar Schleifer und dann, also ich kann dir gar nicht sagen, wie froh, dass ich bin, wenn diese Sau endlich einmal verwurstelt ist. Stich mir bei ja nicht daneben, gell? Nicht, dass das arme Viecherl recht leiden muss. Nein, ich werde einen Doktor holen, der gibt dir vielleicht noch eine Narkose vorher. Oder du, du kennst dem Schwein da zur Beruhigung noch ein kleines Liedlein vorsingen. Zum Beispiel Schweinchen ade, Schlachten ade, Schweinchen ade. Ich spinn doch nicht. Ich sing doch einer Sau nichts vor. Und hab ich schon einmal daneben gestochen? Alles, deswegen brauchst du nicht gleich so narrisch werden. Ist aber auch. Ich werde nicht narrisch, mir glaubt schon, dass deine Tochter so spinnt. Soll das vielleicht heißen, dass ich auch spinne? Ich will nichts gesagt haben. Sag einmal, möchtest du mit mir streiten? Ha? Nein, ich nicht. Aber du vielleicht. Zuerst soll ich dir Sau was vorsingen und dann darf ich auch noch spinnen. Da möchte ich schon wissen, wer da von uns zwei spinnt. Heute gibt es Obacht, ich bin schwer bewaffnet. Nicht, dass ich aus Versehen die abstichst, da die Sau, ne? Rutsch mir doch ein Buckel runter. Ja. Ich gehe jetzt zu unserer Bertha. Ja, ich weiß schon, Abschied nehmen. Jawohl, weil schließlich verbindet einem ja was mit so einem Viecherl, wenn man mit der Sau schon jahrelang unter einem Dach gelebt hat. Und ich brauch bloß zu sagen, dass du im Stall geschlafen hast bei der Sau. Okay, ihr Mannsbruder, ihr habt kein Herz und kein Gefühl. Nein. Rohlinge seid ihr. Ja. Jawohl, ja. Rohlinge. So, Rohlinge. Ja. Weißt du, was wir sind? Wir sind Bestien, sag mir, Bestien. Da brauche ich mich doch nicht mehr fragen, wo die Tochter den Vogel her hat. Oh, ich sehe schon kommen. Unser Schlachtfest wird ein Familiendrama.